Danke Uwe, ich heiße Sascha Stanicic. Macht aber nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2 Millionen Menschen in Deutschland, 2 Millionen Menschen in Deutschland verdienen unter 6 Euro die Stunde. 8 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Armut der vielen ist der Reichtum der wenigen. Die niedrigen Löhne der vielen sind die hohen Gewinne der wenigen. Wir haben bei der CFM eine Umfrage unter den Kolleginnen und Kollegen gemacht. Dabei kam raus, 75% klagen in ihrem Arbeitsbereich unter Personalmangel. 60% klagen unter zu hohem Zeitdruck. Über 30% der Kolleginnen und Kollegen gehen zur Arbeit, obwohl sie krank sind. Ich sage dazu, das ist sittenwidrig, das ist unmenschlich und das muss verdammt nochmal ein Ende haben. Es ist höchste Zeit, dass gegen diese Verhältnisse, gegen diese Klassengesellschaft in unserem Land aufgestanden wird. Und die Kolleginnen und Kollegen von Altenland und von der Charité Facility Management, denen gebührt der Lohn und die Ehre, dass sie diesen Aufstand begonnen haben. Aber es sind Millionen, die davon betroffen sind. Und deshalb muss aus diesem kleinen Aufstand in Berlin ein Flächenbrand im ganzen Land werden. Die Reichen und die Mächtigen, die behandeln uns wie Willkürmasse. Sie wollen tariffreie und gewerkschaftsfreie Zonen, um ihre Gewinne ins Unermessliche zu treiben. Aber es geht nicht nur um Löhne und Arbeitsbedingungen, es geht eben auch um unsere Grundrechte als Arbeiterinnen und Arbeiter, um unsere Grundrechte als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und es muss ein Ende haben, dass diese Grundrechte mit Füßen getreten werden. Aber es muss auch ein Ende haben, dass die Profitlogik wichtiger ist als die Bedürfnisse der Menschen. Und es muss ein Ende haben, dass die Krise von diesem Kapitalismus auf unserem Rücken ausgetragen wird. Und deshalb sollten wir diejenigen, die heute in der ganzen Welt, in New York, in Los Angeles, in London, in Frankfurt und auch hier in Berlin demonstrieren, weil Bankenrettung heißt nichts anderes als Bankenprofite zu retten, dass wir diese auch von dieser Stelle hier mal grüßen. Die Einheupels und Schellers und wie sie alle heißen, die tun so, als wenn sie dieser Streik nicht jucken würde. Das ist ein Theater, was sie aufspielen. Wir hatten an der CFM letzte Woche eine herrliche Situation. Wir haben demonstriert und auf einmal stürmten 3 wie von der Tarantel gestochene Professoren in die Demonstration, machten die Demonstranten an, schubsten sie, sagten, seid ihr denn verrückt? Ihr macht hier einen Streik auf dem Rücken der Patienten. Da haben wir gesagt, meine Lieben, die Patienten, die können nur gut versorgt werden, wenn das Personal, was sie versorgt, selber gut versorgt ist. Und dann hat einer von den Professoren aus Versehen die Wahrheit gesagt. Er hat nämlich gesagt, uns laufen die Patienten schon weg. Und das ist ihre Sorge. Wahrscheinlich laufen ihnen die Privatpatienten weg. Das ist ihre Sorge und ihre Angst. Aber das ist der Beweis dafür, dass der Streik wirkt. Und dass er immer wirksamer wird. Und darum wird der lange Atem, den wir haben, auch zum Erfolg führen. Aber das ist heute eine Solidaritätsdemonstration. Und ich begrüße auch nochmal all die anderen, die hier sind, auf BVG, Bosch Siemens, auf die Studierenden und andere aus sozialen, politischen Organisationen und Betrieben. Ich gebe euch aber auch eins mit. Belasst es nicht bei diesem einmaligen Akt der Solidarität. Was diese Kolleginnen und Kollegen, die einen Streik führen, der anstrengender ist als Arbeiten, brauchen, ist tagtägliche Solidarität. Sie brauchen die Besuche bei den Streiklokalen, sie brauchen die Beteiligung bei den Demonstrationen und Aktionen, sie brauchen Geld für die Streikkasse, sie brauchen Aktionen in den anderen Betrieben, sie brauchen Solidarität und praktische Solidarität nicht nur heute, nicht nur morgen und übermorgen, sondern wahrscheinlich noch einige Tage und Wochen länger. Aber wenn diese Solidarität wächst, und wenn das erreicht wird, was Erdogan gerade gesagt hat, dass es auch in anderen Betrieben und Gewerkschaften zu wirklichen Aktionen kommt, dann werden wir den Arbeitgebern so einheizen, dass sie einknicken werden und dass wir unseren Erfolg feiern können. Ich zitiere selten aus der Bibel, aber es gibt ein Bibelzitat,
Das finde ich ganz gut. Also da wird gesagt, dass Jesus Christus mal gesagt haben soll, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein reicher Mann ins Reich Gottes kommt. Umgewandelt würde ich sagen, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Arbeitgeber von alleine einem Tarifvertrag oder guten Löhnen und Arbeitsbedingungen zustimmt. Das Einzige, was diese Damen und Herren verstehen, die einzige Sprache, die sie verstehen, ist der Streit. Und was wir hier angefangen haben, und die Kolleginnen und Kollegen von CFM und Alpenland haben eigentlich eine neue Sprache erlernt. Denn die Sprache kannten sie vor einigen Wochen noch gar nicht. Aber sie haben die Sprache im Schnelldurchlauf gelernt und sind jetzt in der Lage, im ganzen Land eine Alphabetisierungskampagne zu machen. Lass uns diese Alphabetisierungskampagne des Streiksalphabet in die Betriebe, in die Städte, in dieses ganze Land tragen und lass uns dafür sorgen, dass irgendwann mal gesagt wird, es hat angefangen bei Alpenland und CFM und dann sind viele, viele dazugekommen. Dankeschön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir gleich mit einem musikalischen Akt das Ganze...